Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute geht es um die Thematik, wo kommen die kleinen Bauteile her? Es wird spannend, denn es gibt ganz viele verschiedene Methoden, wo Bauteile gelagert, platziert sind und wie man die aufnehmen kann. Die klassische Variante für Widerstände, LEDs, ICs zum Teil, sind diese sogenannten Reels, also irgendwelche Rollen. Und auf diesen Rollen sind die Bauteile drauf. In dem Fall haben wir hier 10 Kiloohm Widerstände der Baugröße 0805. Und schätzt mal, wie viele auf so einer Rolle drauf sind. Richtig, 5000 Stück. Also schon einige. Wie kriegen wir jetzt diese Bauteile hier runter und wie kann die Bestückmaschine mit diesen Bauteilen was anfangen? Dazu gibt es ein sogenanntes Gerät und dieses Gerät nennt sich Tape Feeder, also man tut quasi diese Tapes, also das Ganze ist ein Reel, und auf diesem Reel befindet sich mit, oh Gott, ist das blöd geklebt hier, auf diesem Reel befindet sich das Tape. Das ist das Tape. Das Tape hat Kavitäten. In den Kavitäten befinden sich die Widerstände, wie man hier erkennen kann. Also die Kavitäten sind diese kleinen Taschen, wo die Widerstände drin sind. Wir haben Indexlöcher, das sind die Löcher, die sind passend zu den Kavitäten angeordnet. Das Weiße ist Papier, das Weiße wäre das Trägerband und diese Folie oben wäre das Deckband. Jetzt muss man Folgendes machen, man muss quasi dieses Trägerband nach vorne schieben, gleichzeitig hinten das Deckband abziehen und das halt immer so tschack, tschack, tschack für eine Position. Alles weiterschieben, abziehen, dann kann die Bestückmaschine diesen Widerstand jeweils einzeln rausnehmen. So die Theorie. Praktisch gesehen gibt es dafür eben dieses Gerät, diesen Tape Feeder. Und wie der funktioniert bei dieser Maschine, gucken wir uns jetzt an. Es gibt verschiedene Arten von Tape Feedern und zwar unterscheiden die sich in der Breite. In diesem Fall diese Standard-Tapes, diese Standard-Bauteile 08, 05, 06, 03, 04, 02, ganz egal was, Widerstände, Kondensatoren, haben in der Regel ein Deckband oder ein Tape mit einer Breite von 8 mm. Also 8 mm Feeder sind die eigentlich am häufigsten benötigten bei mir. Es gibt dann noch 12 mm Feeder, das wären jetzt zum Beispiel ICs. Hier habe ich einen IC, der ist auch auf einem Kunststofftape in dem Fall. Und der müsste, glaube ich, theoretisch 12 mm haben. Dann gibt es noch 16 mm, ich glaube 24 mm, staffelt sich das so hoch. Aber großteils 8 mm Feeder. Und jetzt spannen wir das Ding mal ein und gucken, wie das funktioniert. Wie man hier erkennen kann, der Feeder wird in einem Karton geliefert mit ganz vielen kleinen Kartons drin. Hat sogar Silikagel drin, damit er nicht rosten kann. Und einen Griff zum Wegwerfen. Beim Griff kann man schon mal erkennen, hier befindet sich eine Hebelmechanik, welche vorne diese Rolle betätigt und eben auch mit einer Hebelmechanik, dass die Rolle in dieser Stelle, also eine Kniehebelmechanik, dass die Rolle in dieser Stelle einrastet und nicht mehr rausgeht. Damit wird der Feeder entsprechend in der Maschine dann gehalten. Hier vorne ein Fixierstift oder ein Positionierstift und hier hinten der zweite mit diesen zwei Stiften hält das Teil in der Maschine und dieser Stift hat gleichzeitig hier eine kleine Bohrung und in diese Bohrung kommt die Druckluft rein. Also man hat hier quasi einen Übergang, ein Ventil mit einer Dichtung, wo das reingesteckt wird und dann kommt hier Druckluft rein und diese Druckluft geht über das süße kleine Schläuchchen hier zu diesem Zylinder, ein Druckluftzylinder, und der betätigt hier diese Mechanik. Das ist ganz schön ein Aufwand zu drücken, also der hat schon ein bisschen Kraft, das muss man lassen. So, der betätigt diese Mechanik geht einmal hier vorne zu dem Indexierrad. Das hat hier so kleine Zähnchen drin und diese Zähnchen werden in die Indexlöcher von dem Tape eingehakt. Das müssen wir jetzt nachher dann gleich machen. So, dann wird irgendwo nach hinten das Deckband weggezogen, geht über diese Rollen, über diese Rolle und man kann auch erkennen, dass auch das hier unten, das müsste mit einer Rutschkupplung versehen sein, genau.
ist gefedert mit einer Rutschkupplung. Hier unten wird dann das Deckband eingezogen und nach unten ausgeführt. Das Trägerband läuft hier hinten raus. Ich bin mal neugierig. Ach, das kommt hier dann wahrscheinlich raus. Denke ich mal, es läuft hier hinten durch, unten durch und kommt, glaube ich, dann hier raus. So, dann gucken wir uns mal an, wie wir das Teil eingespannt kriegen. Wir nehmen jetzt unseren 10K Widerstand, also einen der Widerstände, die ich standardmäßig für alles Mögliche benötige. Legen den mal hier hinein. Ziehe nochmal das Tape hier raus. Man sollte vorher das Klebeband entfernen. Das erleichtert einiges. Ich glaube, wenn man hier drückt, müsste es am besten gehen. Ja, einfach hier an dieser Stelle drücken. Dann klappt die Mechanik nach oben. Und dann kann man wunderschön unser Band hier durchfädeln. Und jetzt sieht man auch, dass es vorne am Indexrad schon fast greift. So, und jetzt hat das Indexrad exakt in die Löcher eingegriffen. Das Deckband nehmen wir, fädeln es einmal hier durch. Und dann wird das Deckband nach hinten abgeführt. Bis so eine Länge haben wir jetzt zum Beispiel, dass wir das Deckband dann hier durchfädeln können. In das weiße Röllchen rein. Hier wird es einmal schräg umgelenkt. In die nächste weiße Rolle. Und dann hier hinten kann man das so ein wenig nach oben ziehen. Hier hinten einfach in diese schwarzen Rollen eingehängt. Die sind federvorgespannt, die schwarzen Rollen. Das heißt, man kann hier ein bisschen ziehen und kriegt dann automatisch eine Spannung auf das Deckband drauf. Und wenn man jetzt an der Mechanik das betätigt, wird das Deckband hinten angezogen und gleichzeitig vorne jeweils um eine Position das Teil weitergeschoben. Die Pick-Position wäre dann hier direkt vor diesem Halter, also hier. An der Stelle könnte man dann den Widerstand entnehmen. Hier hinten sieht man schön, wie das Deckband nach unten gewurzelt wird. Und hier sieht man auch schön, wie das Trägerband nach hinten unten rausgeführt wird. Jetzt haben wir den ersten Widerstand in Abholposition liegen. Der könnte jetzt quasi von der Maschine abgeholt werden. So sehen die Fieder aus, die dabei sind bei der Maschine. Ich finde sie sehr, sehr, sehr einfach zu bedienen. Sie schauen auch aus, als wären sie sehr zuverlässig. Ab und zu, dass mal ein Deckband reißt, das kenne ich von allen möglichen Fiedern. Von dem her, das würde mich jetzt nicht so schockieren. Ja, die Montage, das Aufrüsten des Fieders war sehr, sehr einfach. Wie er dann in Betrieb ist, sehen wir dann eh noch. Den ganzen Spaß, weil es so viel Spaß gemacht hat, machen wir jetzt auch nochmal mit dem 12mm Fieder. Denn ich habe nämlich gemerkt, dass das Ganze ziemlich angenehm und einfach funktioniert. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal mit dem 12er Fieder hier mit dem LM75 an, den wir eh für unser Projekt benötigen. Der 12er Fieder baut deutlich robuster. Auf diese Rolle kann im Prinzip das Reel aufgegeben werden. Also wenn man jetzt so ein Reel hätte, kann man das hier drauf packen. Eben mit 12 mm. Jetzt muss ich allerdings aufpassen, dass die Bauteile nicht rausrutschen. So ein Tick-Trick hier. Und schon läuft das Ganze. Vorhin habe ich, glaube ich, eine Kleinigkeit falsch gesagt. Ich glaube, die Maschine hält mit dieser Schiene die Bauteile fest. Also die gibt die nicht frei. Und erst wenn man auf Freigeben drückt, oder erst wenn die Maschine die Bauteile abholen will, besser gesagt, wird der Fieder nach hinten gezogen. Jetzt kann die Maschine die Bauteile hier holen, in dem Fall den IC, den SO8. Und wenn sie dann hier geholt hat und wegfährt, erst dann wird es aufs nächste Bauteil weitergeschoben. So wäre der Standardvorgang. Ja, das war jetzt wie gesagt der 12mm Fieder. Die zwei Bauteile schmeißen wir hier gleich raus. Ich bin neugierig, der ist deutlich robuster. Ich freue mich auch schon, den zu verwenden. Und wir sehen dann nächste Woche, wie es mit dem Ganzen weitergeht. Bis dann, ciao!